So, meine Damen und Herren, nachdem wir ja erfolgreich Season 4 abgeschlossen haben und Schumi rausgeworfen haben nach zweijähriger Unterstützung. Im ersten Jahr hatten wir ja, weiß ich gar nicht, im zweiten Jahr hatten wir ja Massa und hatten dann Season 3 und 4 natürlich Schumacher zur Unterstützung. Und jetzt in Season 5, was auch wieder eine kurze Season wird, haben wir jetzt die letzte Folge, also die Folge von 24 schon, und Nico Rosberg geholt. Entschuldigung. Wir machen die gleiche Season jetzt nochmal. Das besteht nur aus 10 Rennen. Wo ist denn das Helm, den ich haben will? Gibt es den Helm davon nicht oder was? Wahrscheinlich nicht. Ah, fahren wir mit dem Helm. Team sieht da genau. 7-Eleven, höher geht's nicht. So, jetzt fahren wir mit Honda. Das Auto hatten wir schon. Wo ist denn das Auto da? Nightclub. Next Gen, okay. Wir bleiben bei Nightclub. Passt auch der wieder. Nein, wir fahren nicht mit der 1. Okay, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Und wir starten erstmal natürlich gleich dick fett mit der Season Pause. Du musst hier leider einschreiten und eine Managemententscheidung treffen. Wurde verletzt, aber zum Glück nur leicht. Wir können aber nicht nachlässig erscheinen. Danke. Solche Entscheidungen können manchmal schwierig sein, aber ich glaube, das war die richtige. Aber können wir die neue Season erstmal mit einer Season Pause. Hey, die Personalabteilung wollte, dass du dir das mal ansiehst. Danke für deine Hilfe. So, dann gehen wir mal in the race.
So, ich musste kurz nach dem Essen gucken. Wir machen jetzt einmal kurz die drei Trainings hier durch. Digi, wieso muss ich. Das hasse ich, dass ich das erste Training fahren muss. Jetzt müsste mein Motor haben, der ein bisschen knattert. Give us some consistent laps, please. We're looking for good data that we can work into the race strategy. Habe ich gerade Dreieck für manuell zugemacht, als hätte ich einfach nur bremsen müssen, DRS zu machen. Great lab. You've nailed what we asked for. Keep it up. So, Rosberg ist ja einer, der jetzt hier wieder üben muss. In der Hinsicht, das heißt, es könnte eine Season dauern, bis Rosberg auf dem Niveau ist eines Schumachers. Vielleicht irre mich auch und Rosberg ist gleich auf dem Niveau. Super job so far. We're getting great data. Stay focused.
So, geht gleich weiter. Great lab. You've nailed what we asked for. Keep it up. This test is all about tire management. Try to control the slip through each corner and take extra care putting the power down at the apex.
program complete and a job well done. We got some excellent data with that run, so come on back to the garage and I can talk you through the numbers. There's 3 laps of fuel remaining. The time last lap was a 1 minute 17.5. Oh, ich habe gar nicht gemerkt, dass das Mikro noch aus war. Ich hatte vorhin gesagt, dass ich mein Essen gerade runtergestellt hatte. Program, we're looking at ERS management. This is all about managing your battery efficiently throughout the lap to hit your target time. The overtake button will drain the battery quickly, but it will also give you maximum power. Aber war ich jetzt auch schon wieder 2 Meter von der Linie weg wahrscheinlich. Okay, test complete and that was a very good job indeed. We got a lot of valuable information out of that. Aber muss ich Training 2 die nochmal nachträglich machen? Oh mein Gott. Rosberg 9. Oh ja, Rosberg muss jetzt mal reinkommen wieder. Als er 2016 Weltmeister geworden hat, dann aufgehört, das heißt, seit 2017 fährt er nicht mehr. Das heißt 17, 18, 19, 20. Und die offizielle 21er Version, das heißt 5. Season fährt er jetzt schon nicht. Und da wir jetzt nochmal 5 Season weiter sind, sind es schon 9 Season, die er nicht fährt. Rein rechtlich, also jetzt vom Spielverlauf her. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die 3 Bestplatzierten zu werfen. Miss Monaco, Verstappen und Valtteri Bottas. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze... Ja, wir werden in Kürze... Blablabla. Fertig.
Sure. Abends qualifying. Training 3 muss ich nicht fahren. Ah, Rosberg unten. Ah, die. Der hätte locker noch weiterkommen können. Ich denke mal, wir behalten jetzt einfach den Helm und wechseln einfach nur noch den Anzug und Autolackierung dann. So, Dreieck. Eins, 15, 4, 8, 3 habe ich gelesen. Okay, good job, mate. Really well done. That was a fantastic drive. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Mr. Monaco, Leclerc und Max Verstappen. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt, wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Oh, Rosberg 6. Nice. Aus unserer Perspektive war das ein aufregendes Rennen. Wie war es aus Ihrer Sicht? Wir sind schon Rennen gefahren. Wer ist zurzeit Ihr größter Rivale? Verstappen. Sind Sie zuversichtlich, dass Sie Ihr Qualifying-Tempo auf das Rennen übertragen können? Ihr Teamkollege scheint nicht aggressiv genug zu sein, um im Rennen seine Position zu verbessern. Oder gehört das zur Strategie? Klasse, das war dann alles. Herr Rosberg war eh nie großartig ein aggressiver Fahrer in der Hinsicht, so wie jetzt ein Hamilton oder ein Schumi. Herr Rosberg wurde erst in der letzten Season gegen Hamilton, wo er Weltmeister wurde, erst ein bisschen aggressiver vom Fahrverhalten her. I think we can call that a successful qualifying. We should be in with a good chance in the race. Nach Monaten voller Gerüchte und Spekulationen sind wir heute wieder da mit dem Eröffnungsrennen einer vielversprechenden Saison. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu Runde 1 der diesjährigen Formel 1 WM. Der Circuit de Barcelona-Catalunya ist eine Strecke, die die Fahrer von den Tests im Winter bestens kennen. Spannung und Überholmöglichkeiten versprechen vor allen Dingen die lange Gerade und die DRS-Zone vor Kurve 1.
Eine neue Saison, ein neuer Anfang und alles ist möglich. Neben mir sitzt Stefan Römer, um mit mir den Start eines neuen Jahres in der Formel 1 zu kommentieren. Wir erleben gerade die letzten angespannten Minuten vor dem Rennen. Alle machen sich ein bisschen Sorgen um die Verlässlichkeit der Wagen, denn beim Training waren sie nicht in den heißen Luftverwirbelungen hinter den anderen Autos unterwegs und mussten auch nicht für lange Zeiträume nah an der Leistungsgrenze fahren. Hoffen wir mal, dass es für niemanden eine unangenehme Überraschung gibt. Ups, Entschuldigung. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Mr. Monaco startet auf der Pole Position und daneben steht Charles Leclerc. Im Rest der Startaufstellung haben wir Verstappen, Gasly, Valtteri Bottas und Rosberg, Sainz, Perez, Norris und Sebastian Vettel, Russell, Tsunoda, Lance Stroll und Ricciardo, Mick Schumacher, Giovinazzi, Esteban Ocon und Callum Ilott, Zhou, Latifi, Mazepin und Luca Giotto. Also ist nur schon im Moment werden die Startlichter weg. Ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. What a great way to start the season. Pole position. Now let's take the win. Ja, Mann. Hat er da Gasly einen knallharten Start oder war es Rosberg? Das war, glaube ich, Gasly, ne? Der so durchzuckte. Muss ich mir, glaube ich, mal vormerken, den Gasly. Rosberg hat immer einen Platz gewonnen. Von 6 auf 5. Entschuldigung. Ab, du scheiß Pöller. Die sind sowieso überbewertet. Great work. That's a new fastest lap of the race. Ein bisschen weit.
the fastest lap of the race. Keep this up. 0,006 Sekunden schneller. Da kam das Heck mit. So, eine Runde haben wir jetzt noch. This is your final lap. Final lap of the race. Kaffee ist leer. Fahrer des Tages, Checo Perez. Applaus für dich. Das war's, ein spektakulärer Sieg hier in Spanien. Das gibt ordentlich Selbstvertrauen für die nächsten Rennen. Also Stefan, was hat heute da draußen den Unterschied gemacht? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Eine sensationelle Leistung der drei Fahrer, die sich jetzt zum Podest begeben. Das war ein interessanter Grand Prix, so viel steht fest. Das, wie gesagt, müssen wir noch mehrere Tage warten, bis sich das wieder ändert. Schauen wir uns nun an, wie sich die Fahrerwertung verändert. Mr. Monaco übernimmt die Führung in der Fahrermeisterschaft. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Man kann nichts daran aussetzen, was Sergio Perez heute auf der Strecke abgeliefert hat. Er ist fehlerfrei gefahren und damit eine leichte Wahl. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Das Team mit dem fahrenden Boss übernimmt die Führung in der Tabelle. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja. Entschuldigung, und wie ihr es schon gemerkt habt, ich werde das so handhaben, dass ich jetzt die Season nur noch mit 10 Rennen fahre, bis auf die letzte Season 10, denn an sich, die fahre ich dann, wenn bis dahin der Patch da ist, denn mit allen 24 Rennen, es sind ja nur 21 Rennen im Kalender, wovon nur 20 nutzen können,
Plus die drei, die noch kommen, wären wir dann bei 24. $4.93 Millionen. Falls bis dato das Update noch nicht da ist mit den drei Strecken, beziehungsweise 374,86 Millionen, beziehungsweise das Update schon da ist, aber ich kann die drei Strecken nicht mit reinnehmen, weil sie behalten 20 Rennen, 16 Rennen und 10 Rennen. Wie gesagt, werden die Rennen einfach nachträglich nachgeholt. Aber was muss ich dann halt sehen? Weil ich will auch nicht jetzt die letzte Season fahren und dann wären sie drinnen gewesen. Okay, das war ein Fehler. Weil ich habe eigentlich gesagt bestätigen, aber er hat gesagt nö. Gut, egal. Aber an dieser Stelle, meine Damen und Herren, bedanke ich mich recht herzlich fürs Zugucken und wir werden uns in 24 Stunden wiedersehen zum zweiten Rennen unserer verkürzten Old School Season Nummer 5.